Der Park heißt Hasenheide und wird zum Ausgangspunkt einer antinapoleonischen Bewegung. Nur ein gesunder Körper, kraftvoll und geschmeidig, kann einem Feind etwas entgegensetzen im Kampfe, so die Theorie der Turner. Ihr Anführer Friedrich Ludwig Jahn. Der Hilfslehrer Jahn ist eine imposante Erscheinung. Ein Franzosenfeind, der von Napoleon nur verächtlich als dem Neppel spricht. Zu ihm findet auch der 17-jährige Schüler Eduard Dürre. Alles beginnt mit einem Zufall. Eines Tages fand ich auf der Treppe unserer Schule eine Art Pamphlet. Es war ein Aufruf an die Jugend. Es kommt bei einer großen Zahl versteifter und verweichlicher Knaben darauf an, den Leib an Anstrengung zu gewöhnen, das Fußwerk baldmöglichst auszubilden, da die meisten kaum eine halbe Stunde ohne große Anstrengung gehen können. Ich merkte plötzlich, ich bin gemeint. Ja, das stimmt, was da steht. Ja, schön Startziel. Die Turngeräte entwirft Patriot Friedrich Ludwig Jahn selbst. Barren und Reck sind seine Schöpfungen. Und auch ihre germanischen Namen stammen von ihm, der die französische Sprache strikt ablehnt. Thank you.